What's up, guys? It's... Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Hi. Wir sind heute nicht bei Vogue. Wir sind hier bei mir in meinem Zimmer und ich habe mir gedacht, da ich schon öfter gefragt wurde, ja, kannst du nicht mal eine Make-up-Routine von dir zeigen? Was sind so deine Produkte, die du benutzt? Bla 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 bla. Was ich ziemlich witzig finde eigentlich, weil ich bin eigentlich überhaupt gar kein Make-up-Guru und ich bin jetzt auch nicht eine, die sich so wirklich super schminken kann. Also ich bin jetzt eigentlich ziemlich basic. Können wir das bitte einfach nicht beachten? Ich habe mir gerade eben noch kurz vorher Pickel ausgedrückt und jetzt will das irgendwie einfach nicht weggehen. Es ist einfach rot. Das sieht aus, wie als hätte ich irgendwie so ein... hat mich so eine Biene gestochen oder so. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade da so kommt. Deswegen machen wir es einfach nicht. Also wie jetzt wäre es nicht da. Ich hoffe, ich krieg's überschminkt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ich zeige euch meine Make-up-Routine. Als erstes, ich war auch gerade Haare waschen und so. Ich habe mich natürlich richtig frisch für euch gemacht. Deswegen als erstes benutze ich Haaröl für meine Haaries. Ganz wichtig. Ich habe sehr dicke Haare und deswegen, ja, die sind immer... Die sind nicht einfach zu pflegen, beziehungsweise anstrengend zu pflegen, weil dicke Haare sind einfach anstrengend, was Föhn angeht und Glätten angeht und deswegen kommt erstmal Haaröl in die Haare. Und was ich dann immer direkt einfach als nächstes mache, ist jetzt kein Schritt, den ich immer mache, normalerweise färbe ich meinen Ansatz. Zurzeit habe ich meinen Ansatz aber noch nicht geschafft nachzufärben, das heißt, ich nehme diesen alten Ranzlappen und nehme mein Ansatzspray. Und sprühe das erstmal da oben drauf. Kämme ich meine Haare, weil die sehen gerade ein bisschen. Oh. Die sehen gerade ein bisschen scheiße aus. Kämme das. Und dann sprühe ich immer noch so ein Keratin Heat Spray von Syos in meine Haare. Keine Ahnung, das habe ich mal irgendwie, glaube ich, letztes Jahr in meinem Adventskalender gehabt oder so von meiner Mama. Und seitdem benutze ich das. Das ist auch eigentlich gut. Ich finde, das riecht auch lecker. Und das sprühe ich einfach mal so ein bisschen. Eigentlich benutze ich das auch ehrlich gesagt nur, weil ich finde, dass das gut riecht. Ja, ich komme jetzt hier irgendwie nicht dran. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Ich bin gleich wieder da. Das nächste, was ich mache, ist mir hier so ein nettes Band anzuziehen. Das machen die übrigens auch immer in diesen Videos. Die haben immer entweder diese schönen Spangen oder schönen Bänder, die sich in die Haare machen. Und das mache ich auch. Das mache ich auch so immer, weil ich... Ich möchte ja nicht meine Haare im Gesicht haben. Dann creme ich mein Gesicht ein. Dafür nehme ich so eine Naturschön Creme von DM. Ja, das ist eine DM-Creme. Die hat nicht wirklich eine Marke. Ist nicht Balea, ist irgendwie so eine Bio, so eine Bio-Creme. Und die mache ich mir dann einmal aufs Gesicht. Guck mal, dass wenn ihr immer, nachdem ihr euch einen Pickel ausgedrückt habt, bereut, dass ihr es gemacht habt, weil im Endeffekt ist es jetzt nur noch schlimmer als vorher. Genau das habe ich gerade. Dann nehme ich aber nochmal für so Stellen, die bei mir immer trocken sind, gerade im Winter, nochmal eine BB-Creme. Und das mache ich dann meistens nur hier um meine Nase und ein bisschen hier auf der Stirn. Weil das sieht immer total eklig aus, wenn man Concealer drauf macht und dann, ja, setzt sich das so ekelhaft ab oder kräuselt so ganz schrecklich weg damit. Wenn meine Haut, sag ich mal, jetzt nicht so gut ist, dann würde ich jetzt das hier benutzen. Das ist so eine getönte BB-Cream. Und wenn ich halt abends in eine Bar gehe oder mit meinen Freunden raus, was essen, Fotos machen, dann würde ich jetzt die benutzen. Oh, so. Und meine Haut ist jetzt gerade auch irgendwo schlecht, aber ich mache heute eigentlich nichts mehr. Deswegen habe ich jetzt gerade keinen Bock, Make-up zu benutzen. Die ist in der Farbe BCRO3 Golden. Kann ich das jetzt so? Deswegen starten wir jetzt einfach direkt mit einem Concealer und ich nehme da den Fit Me. Den nimmt, glaube ich, auch jeder. Und der ist in der Farbe, immer da oben drauf ist, aber nicht mehr. Einfach, ja, der passt einfach zu mir und deswegen nehme ich den. Und den machen wir uns jetzt nochmal drauf. Den mache ich mir immer einmal hier so schön um die Nase und mehr mache ich auch eigentlich nicht. Ich mache immer nur da. Und halt, wenn ich ja sowas wie ihn hier jetzt habe, dann halt, das tut auch voll weh. Das sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Und hier oben mache ich auch so ein kleines Ding. Dann verteile ich das, dann nehme ich so einen Beautyblender. Normalerweise mache ich den auch nass. Habe ich aber jetzt keinen Bock drauf, deswegen mache ich es nicht. Ja, fertig. Nein, Spaß.
Dann kommen wir zu Setten. Zum Setten. Dann nehme ich das Soft Matte Loose Powder von Manhattan. So sieht das aus. Es ist in der Farbe Natural. Ja. Mädels, jetzt kommt ein Trick, der ist super. Dieses Puder, dadurch braucht ihr keinen Concealer unter euren Augen mehr. Und das sagt euch jemand, der wirklich Augenringe hat. Ich habe wirklich welche. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so erkennen kann, aber ich habe sie. Sind auf jeden Fall sehr, sehr stark vorhanden. Und dann schnappe ich mir hier so einen Pinsel so ein und dann tupfe ich das Puder da so ein bisschen rein und dann unter die Augen damit. Und Leute, ihr werdet gleich sehen, es ist nicht nötig. Ich mag irgendwie nämlich Augen, also Concealer unter den Augen mag ich irgendwie nicht so gerne, aber ich finde das irgendwie immer so eklig. Ich weiß nicht, der wird auch irgendwie immer irgendwann mal so crusty und vor allen Dingen im Winter sieht das einfach nur scheiße aus. Und deswegen nehme ich dann einfach immer nur das Puder und mache das so darunter und ihr werdet gleich den hammermäßigsten Unterschied sehen, den ihr je in eurem ganzen Leben erlebt habt. Und dann als nächstes nehme ich Blush. Das ist so ein Blush von meiner Mutter, von Dior, der ist schon super alt. Normalerweise nehme ich immer den hier, so ein Liquid Blush von Milk, aber der ist fast leer und deswegen nehme ich zurzeit einfach den, weil den hebe ich mir für besondere Anlässe auf, weil die sind teuer. Machen uns den jetzt mal in die Fresse. Dann nehmt ihr euch eine Bürste und geht da durch die Fresse rein. Und dann wird das einfach Blush. Schmeiß ich mir einfach in die Fresse. Leute, den Blush, den könnt ihr euch einfach über das Gesicht und über die Nase machen. Das ist mein Vibe und das mache ich immer so. Als nächstes kommen wir zu... Boah, Junge, das ist alles so fucked up bei mir. Zu Bronzer. Auf jeden Fall nehmen wir den und nehmen denselben Pinsel, weil das ist einfach die Hood. Dann gehen wir da richtig schön rein und dann... So, jetzt machen wir dann auch noch mal ein bisschen hier am Kopf. Ey, da gibt's einmal, guck mal, da will ich einmal ein Skincare-Schminkvideo machen und dann kommt das. Also, ich habe wirklich eigentlich keine Hautprobleme, muss ich sagen. Da bin ich ziemlich glücklich drüber. Ich habe natürlich ab und zu kriege ich immer meinen Pickel, aber das ist wirklich, das habe ich noch nie in meinem Leben. Noch nie, dass er auch so angeschwollen ist. Nehmen wir nochmal den Concealer. Es ist bei mir ein bisschen alles immer durcheinander. Mache ich mir hier mal so einen Strich. Einen Strich und dann nehme ich mir hier so einen kleinen Squish und drücke das so ein bisschen fest. Nehme ich nochmal dieses Translucent Powder. Und mach das mal hier oben. Ich habe hier so eine Falte. Ja, ich bin 20 und ich habe Falten. Und ich stehe da auch zu. Aus Contouring, dafür nehme ich auch wieder meinen Bronzer und einen Pinsel. So einen kleinen Ding. Und dann gehe ich damit ein bisschen rein. Und dann mache ich mir hier so eine Linie. Dann mache ich mir hier vorne so einen kleinen Kreis. Verteile ich das ein bisschen. Erstmal mit dem Pinsel und danach meistens noch ein bisschen Freestyle. Dann nehme ich mir mein Kylie Brow Puder und mache meine Augen auf. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie ich mich fühle. Hier unten fülle ich dann so ein bisschen und mache mir hier so einen Strich und dann gehe ich so nach oben. Und macht das irgendwo. So, machen wir die Scheiße mal hier oben weg. Und jetzt kommt noch weiter. Es geht noch weiter mit den Augenbrauen und zwar hiermit. Das ist mein Augenbrauengel. Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch auf der Suche nach einem richtig guten Augenbrauengel. Für mich persönlich habe ich jetzt noch keins gefunden. Deswegen nehme ich immer so ein altes Haargel von meinem Vater. Und ich mache das auch richtig auf Hartz IV und mache das hier durch so ein ekliges Loch. Und wenn ich da drauf drücke, so, pass auf, dann kommt nämlich hier die Suppe raus. Das ist so ekelhaft. So, ja. Dann nehme ich mir ein Augenbrauengel, was total scheiße, also das fand ich total scheiße, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das hält einfach nicht. Und dann gehe ich damit in meine Suppe. So ein bisschen. Und dann ab nach oben mit den Augenbrauen. Dann gehe ich da einfach mal so ein bisschen rein und mache einfach mal so ein bisschen Freestyle wieder, ne? Super schön.
verabrede mich ein bisschen mit dem Handtuschel. Das mache ich nicht immer, das mache ich manchmal so, wie ich Lust habe. Wir machen es jetzt einfach. Manchmal benutze ich auch roten oder schwarzen Kajal. Kommt immer darauf an, wie ich mich fühle. Jetzt machen wir es einfach mal nicht. Jetzt mache ich einfach mal ein bisschen Wimperntusche. Und tusche meine Wimpern aber nur unten, weil oben habe ich ja Lash Extension. So, jetzt kommt dieser idiotische Blick. Ist mir jetzt aber auch egal. Nächstes kämme ich einfach einmal meine Wimpern mit. Na, die Wimpernbürste. Und dann nehme ich hier von Becca so einen Liquid Highlighter. Der ist auch fast leer und der ist so toll. Also wirklich der Highlighter. Bombe. Leute, ihr werdet es selbst sehen, da ist aber auch wirklich kaum noch was drin. Die Pipette bringt nicht mal mehr was, weil da wirklich gar nichts mehr drin ist. Ich nehme hier immer so die Überreste und verteile das dann mit demselben Schwamm, den ich auch eben die ganze Zeit benutzt habe. Das war absolut zu viel. Fuck. Kommt ein bisschen was auf die Nase und noch ein bisschen was aufs Kinn und den Rest aufs Bein. So. Jetzt kommen wir zu dem letzten Schritt und das ist auch wirklich einfach der Lena-Schritt, weil der darf nicht fehlen, den mache ich immer, den mache ich, ob ich zur Schule gehe, ob ich zur Arbeit gehe, das darf bei mir nie fehlen und das ist der Lip Liner. Und da benutze ich den, ich benutze immer welche von NYX und so Daily, meine, den ich so für den Tag benutze, ist immer der hier in der Farbe. Wartet. Das finde ich ist der beste, weil der ist wirklich sehr, sehr nah an meine natürliche Lippenfarbe drankommt. Jetzt zeige ich euch wirklich das ultimative Überleinen der Lippen, was für mich immer Wunder wirkt. So. Jetzt ganz leicht eintupfen und gehe so da drüber. Herrlich. Ja, das ist so gesehen das, was ich mache. Dann ziehe ich mein Haarband aus. Meine Haare sind jetzt noch nass und ich glätte die halt jetzt. Und ich würde sagen, ja, ich föhne die jetzt, glätte die jetzt und dann zeige ich euch am Ende das Endergebnis. Aber ihr müsst jetzt nicht sehen, wie ich meine Haare glätte, weil das ist eigentlich, das ist das, was jeder tut, wenn er sich die Haare glättet. So, ich habe die nicht ganz geglättet. Irgendwie ist mir die Idee gekommen, hier unten so ein bisschen Schwung reinzumachen. Also alles mit dem Glätteisen trotzdem und halt auch hier vorne so ein bisschen Schwung reinzumachen. Die Delle ist übrigens immer noch nicht besser geworden. Ist aber nicht so schlimm. Hoffentlich ist das morgen weg. Aber heute mache ich ja eigentlich eh nichts mehr. Ich habe mich eigentlich komplett umsonst fertig gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe mich ja für euch fertig gemacht. Das ist schön. Der fertige Look, das ist so mein Daily Look, den ich habe, wenn ich abends mal rausgehe oder irgendwie in die Stadt gehe oder was weiß ich, wenn ich mich ein bisschen mehr schminke als einfach nur ein bisschen Concealer. Sehr, ich hat's gefallen. Und meine Make-up-Routine findet ihr toll. Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder zu einem dann neuen Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächste Woche.